Hui, hui, Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP, der Spaß im Wasser hat. Hallo Schweinchen, willst du auch Spaß im Wasser haben? Offensichtlich. Ja, dann komm mit, du kleines Schweinchen. Wir gehen zusammen hier planschen. Juhu. Schweinchen, du musst schon zu mir kommen. Oh, es kommt ja wirklich zum... Lol. Was stimmt denn mit dem Schweinchen nicht? Jemand kommt freiwillig zu Ducky LP? Ja, kommt schon, Schweinchen. Jetzt. Ja gut, es schaut auch ein bisschen bemitleidenswert, aber das tun sie alle. Selbst wenn sie mich nicht angucken. Oder, Schweinchen? Das stimmt schon, oder? Ja, klar. Guck halt einfach weg. Ist okay. Ja, Leute. Ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass ich momentan die Situation unglaublich schön finde, weil wir momentan jede... Also... fast jede. Ich werde auch manchmal Folgen woanders anfangen, weil wir momentan sehr viele Folgen hier im Verwandlungsinnenhof anfangen können, weil wir seit der letzten Folge den Verwandlungsklassenraum von Minerva McGonagall angefangen haben. Und ich habe mir zwischen dieser und der letzten Folge wieder einige Gedanken dazu gemacht und möchte die heute gerne mal mit euch in die Tat umsetzen. Ja, dafür müssen wir aber mal eben kurz landen, weil sonst wird das nichts. Moment, 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 Moment. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Und wir sind da. Und ich glaube, ich nutze nochmal eben den Zeitumkehrer, oder? Wird es gerade dunkel oder habe ich irgendwie einen Knick in der Optik? Es wird doch dunkel, oder? Es wird bestimmt dunkel. Zeitumkehrer, ahoi! So, schon viel besser. Ja, Leute, ihr seht schon, ich habe mit gelber Wolle hier so ein bisschen für, ja, Abgrenzung gesorgt, weil ja zuletzt ja auch ein paar Leute gespickt haben und das hier ist jetzt mein, ja, meine Sicherheitsvorkehrung, damit niemand sich hier spoilern kann mit dieser Bauaufgabe. Das ist der aktuelle Stand der Dinge, der Raum, wie er aktuell aussieht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wir werden hier noch den ein oder anderen, ja, baulichen Unterschied unternehmen. Nämlich habe ich herausgefunden, oder war ich am Überlegen, wie genau machen wir das jetzt hier mit dieser Wand? Soll die wirklich drei Steine dick sein? Nein, soll sie doch nicht, Leute. Aus einem ganz bestimmten Grund. Denn als ich mal geschaut habe, wie das mit Fenstern hier aussieht, ich meine, da können wir keine Fenster einbauen, das sieht man schon. Aber, und jetzt kommt das große Aber, schaut mal, hier kann man sehr wohl Fenster einbauen und deswegen ist die Lage von diesem Klassenraum auch so unglaublich ideal, weil, naja, auch der Originalklassenraum hat Fenster, eigentlich auch auf der Seite, oder? Hat er auch auf der Seite? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube schon, aber zumindest dann auf einer Seite. Und welche Fenster wir auch umsetzen können, sind die Fenster links und rechts neben dem Eingangstor, weil später wird das hier mehr als nur diese Tür sein. Und hier auf der Seite und auf der Seite sind Fenster, die den Blick nach draußen ermöglichen. Aber das Problem ist, wenn wir solche Fenster hier nutzen, dann ist die Dreierwand hier tatsächlich nicht wirklich zweckdienlich. Und deswegen habe ich mir folgenden Einfall kommen lassen, machen lassen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Nämlich, wir werden jetzt eine Trennwand ziehen, die hier ansetzt. Mit dem Hintergrund, dass wir gleichzeitig die Wand hier ein bisschen dicker bauen, wodurch wir später mehr Wandprofil hier an der Wand erzeugen können. Und gleichzeitig kommt hier dieses Treppenhaus, was da ist. Moment, ich zeig das mal eben. Ne? Hier sieht man das, wird dadurch nicht in Angriff genommen. Also es wird nichts daran verändert. Und gleichzeitig können wir halt hier, ja, diese ganze Wand deutlich, deutlich, deutlich schmaler machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir sie, ja, mindestens zwei Steine nach da versetzen. Sie soll ja trotzdem ein bisschen dicker sein, aber, ne, auch dann wäre sie immer noch, glaube ich, oder warte, wir überprüfen das mal eben gerade ganz kurz. Momentchen, so. Warte, nee, dann will ich doch nur diese, also diese Schicht hier abbauen. Diese Schicht würde ich lassen, glaube ich, weil zwei Steine sind schon relativ vorteilhaft. Und was ich auch mal eben mache, hier ein paar mehr Fenster rein, weil das ist natürliches Licht, dann brauchen wir nicht so viele Fackeln. Die werden natürlich später auch anders angeordnet, nur jetzt mal kurz für diesen Lichteffekt. Genau. Ich habe mir, auch wenn die Bauaufgabe heute natürlich sehr, sehr interessant, kompliziert, was auch immer wird, ein Gesprächsthema rausgesucht. Das war meine Spitzhacke. Das war meine Pornospitze. Okay, ja, alles klar, Leute. Bitte haut mich nicht deswegen. Ja, ich habe mir ein Thema rausgesucht und das lese ich euch jetzt einfach mal an der Stelle vor. Und zwar kommt das heutige Thema von Albus Lovegood und er oder sie hat geschrieben, Thema für LBH. Meinst du, dass Peter Pettigrew als Geist zurückgekehrt ist? Er hatte ja Angst vorm Tod. Ja, eine spannende Frage zu unser allseits beliebtesten Charakter, Peter Pettigrew. Ich meine, wer mag ihn nicht, den Dude, der ist ja einfach herzallerliebst. Nein, ist er nicht. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, weil wenn es eine Sache gibt, die bei Peter Pettigrew definitiv bekannt ist, dann, dass er, ja, ein sehr ängstlicher und, ja, ich sag mal, blöder Zauberer war. Das ist nicht das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Mir fällt das eigentliche Wort, was ich sagen wollte, nur gerade nicht ein.
Es war aber sehr negativ, das kann ich sagen. Naja, jedenfalls, Peter Pettigrew hat sich ja immer am Rockzipfel der Stärkeren gehangen. Das hat er am Anfang bei den Rumtreibern so getan und auch später bei den Todessern bzw. bei Lord Voldemort. Und das mit dem Hintergrund, weil er halt sich dadurch Schutz und Sicherheit versprochen hat. Und ja, dementsprechend auch irgendwo diese Stärke der anderen auf ihn übergeschwappt ist, wenn man das so bezeichnen kann. Und naja, dass er Angst vorm Tod hatte, definitiv, weil ich meine, er war ja unglaublich... Ja, schüchtern will ich gar nicht sagen, weil schüchtern ist nicht das Wort, was ich raus... Wie sagt man? Er war sehr... Also, er hatte Angst, sich da irgendwo Feinde zu machen oder, ne, er hatte Angst vor Voldemort, er hatte Angst vor der Reaktion der Rumtreiber auf den Verrat gegen James Potter und Lily Potter in dem Fall. Und, ja, diese ganze Situation hat ihn natürlich unglaublich zugesetzt und natürlich liegt die Frage danach, wieso hat sich Peter Pettigrew oder hat sich Peter Pettigrew vielleicht irgendwie in einen Geist verwandelt, weil er vielleicht dann auch dementsprechend Angst vorm Tod hatte. Ich persönlich glaube nein und es wurde ja auch kanonisch nie bekannt gegeben und ich, ja, wobei das jetzt nicht mein Grund ist, warum ich nein sage, sondern mein Hauptgrund, warum ich persönlich nicht der Meinung bin, dass er selbst zum Geist wurde, ist ganz einfach begründet damit, dass er, also ich habe zwei Gründe, der erste und nicht ganz so gute Grund ist der, dass er ja gerade gegen Ende, wo er ja auch getötet wurde durch Voldemorts silberne Hand oder durch seine silberne Hand, die von Voldemort erschaffen wurde, da hat er ja so eine Art Einsicht gezeigt. Ich meine, er hat ja Harry, Ron und Hermine und die ganzen anderen, also er hat sie ja laufen lassen, gegen Voldemorts Willen, was natürlich in dem Fall eine, ja, direkte Widersetzung von Voldemorts Befehl war. Und das hat ihn auf jeden Fall mal in ein anderes Licht gestellt. Es hat nicht seine Schandtaten wieder gut gemacht, das auf gar keinen Fall, aber es hat ihn Reue zeigen lassen. Und zwar Reue vor der Tat, vor dem Verrat gegen Harrys Eltern und ja, da hat er tatsächlich Reue gezeigt und hat sie halt dann laufen lassen. Und ich glaube, allein aus der Perspektive hat er vielleicht sich irgendwo ein bisschen selber reflektieren können und auch vielleicht selber merken können, was er da für einen Scheiß angestellt hat in seinem ganzen Leben, in verschiedenen Bereichen und vielleicht ist ihm da auch die Einsicht gekommen, dass es vielleicht, ja, dass diese Angst nicht unbedingt gerechtfertigt wäre. Vor dem Tod. Allerdings, wie gesagt, ist das mein weniger gutes Argument dafür. Tatsächlich ist mein besseres Argument also viel weniger edelmütig, wie es das erste Argument zu sein scheint, nämlich, dass er einfach Angst vor den Reaktionen der Überlebenden hatte. Also in dem Sinne, dass er, ja, dass er sich als Geist nicht das Ganze antun wollte, weil ich meine, als Geist, wo hätte er bleiben sollen? Entweder er bleibt alleine irgendwo, ne, und lebt da vor sich hin als Geist bis ans Ende seiner Zeit, was ja niemals da wäre, weil als Geist stirbst du ja nicht nochmal. Oder er setzt sich irgendwelchen Leuten aus, die ihn kennen. Aber das, was sind das denn für Leute? Das sind Harry, das sind Ron, Hermine. Voldemort ist tot, seine Anhänger sind fast alle tot oder in Azkaban. Dementsprechend wären seine einzigen Angehörigen, mit denen er irgendeine Form des Kontaktes pflegen könnte, die Leute, die ihn verabscheuen. Also warum sollte er als Geist wiederkommen, wenn ihm tatsächlich nur eben das blüht, dass er dann halt von diesen Leuten, die ihn ja verabscheuen, mit seinen Fehlern konfrontiert wird, weil das wäre sehr wahrscheinlich passiert. Und ich glaube, das war vielleicht sogar der Hauptgrund für ihn, warum er dazu übergegangen ist, eben, ja, nicht zum Geist zu werden, weil mit dem Tod ist er auch seiner Schuld entkommen, mehr oder weniger. Man sagt ja auch immer, das ist jetzt übrigens ein Trigger-Thema, vielleicht für den einen oder anderen, also Trigger-Warnung, was Selbstmord anbelangt. Das ist ja auch häufig bei Verbrechern der Fall, die sich dann irgendwie im Gefängnis selber umbringen oder so, weil sie halt sich diesem Schuldgefühl nicht weiter aussetzen wollen und eben Angst vor den Reaktionen der Angehörigen haben und sie sich dem dann einfach entziehen auf diese Art und Weise. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in Peter Pettigrews Intention lag, weil ich glaube, er hatte viel weniger Angst vorm Tod, als davor, sich mit seinen Fehlern zu konfrontieren oder sich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen. Weil er war sich absolut im Klaren darüber, dass er schuld daran war, dass seine besten Freunde gestorben sind. Also in dem Fall James und Lily. Und ja, dass er auch das Leben von James' Sohn aufs Spiel gesetzt hat.
und all die ganzen anderen Dinge, die er da verbrochen hat. Ich meine, er hat Voldemort geholfen und dafür gesorgt, dass Voldemort überhaupt wieder einen Körper bekam. Und ja, das sind alles mega makabere Punkte, die mich definitiv zum Anlass bringen, zu glauben, dass er da durchaus, ja, durchaus lieber hätte sterben wollen, wahrscheinlich, als weiterzuleben. Aber ja, wo sind wir hier gerade? Was ist das hier? Okay, wartet mal, Leute, da muss ich mal kurz hier... Ja, super, Trickstufe, Leute, ihr mal kennt sie. So, wartet mal, komme ich da... Yay, Jump'n'Run, Profi Ducky LP. Müssen wir mal gerade ganz kurz gucken, das ist diese eine unnötige Treppe. Ja, wollen wir... Wann ist mal hier Ende? Da ist die Tür, genau. Wir könnten ja sagen, dass sie wirklich nur noch nach oben führt, weil, naja, nach unten führt ja eh ins Nichts aktuell. Was machen wir denn da jetzt, Leute? Ich mach das so, genau. Das heißt, wir machen jetzt hier mal eben Stein, bist du da? Ja, er ist da. Es backt nur ein bisschen. Okay, dann hier mal eben eine Fackel hin. Und, ja, ach so, jetzt komme ich hier nicht durch. Ja, das war jetzt natürlich wieder super schlau, Daniel. Zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gerade... Was mache ich hier eigentlich gerade? Also, ja, wir gucken uns das gleich nochmal von oben an, Leute. Aber jetzt nehme ich hier erstmal das Treppenhaus weg. Oder, nein, warte, wir nehmen das... Ich mache das später weg, Leute. Jetzt haben wir es ja schon mal abgegrenzt. Aber schön, wie die Dinge hier so miteinander interagieren und ineinander greifen. Weil ich meine, es ist echt ein schöner Zufall, dass wir dieses Treppenhaus hier ganz einfach abbauen können. Weil uns das halt nicht passt und nicht in den Kram passt gerade. Deswegen, weg damit. Yay. Easy. Cool. Nice. Genau. Und dann führt die Wand nämlich hier weiter. Und jetzt machen wir hier erstmal das Ganze ein bisschen weg. Genau. Ja, Leute. Es funktioniert aktuell alles ziemlich gut. Das ist wahnsinnig. Also, das ist wahnsinnig gut. Das will ich damit sagen. Ja, ich glaube, ich baue das doch... Ich hätte das von oben abbauen sollen, oder? Obwohl, wir können uns hier auch so eine komische Treppe nach oben bauen und das dann gleich von oben nach unten abbauen. Es geht schon irgendwie, Leute. Man muss halt nur dran, ganz fest dran glauben. Genau. So, wo haben wir jetzt... Alter, wieso geht die Treppe denn so lange? Was habe ich mir überhaupt damals dabei gedacht? Macht das überhaupt Sinn, die abzubauen? Das sind Fragen, die man sich eigentlich davor stellen sollte, oder? Naja, egal. Jetzt haben wir schon angefangen. So, jetzt... Genau, jetzt können wir hier einfach alles lustig nach unten abbauen. Sehr schön. Ja, was kann man sonst noch zum Thema sagen? Oder beziehungsweise, ich reiche das Thema gerne mal an euch weiter. Glaubt ihr, dass Peter Pettigrew Angst vorm Tod hatte, dass er sich zu einem Geist machen wollte oder es gewollt hätte? Oder sagt ihr so wie ich, nee, dass er den Tod wahrscheinlich weniger gefürchtet hat als die Reaktionen der Leute, die da halt eben einen Gräuel auf ihn hegen? Weil ich meine, er hat sich immer erfolgreich dem, ja, solchen negativen Vibes quasi entzogen. Also zumindest... Ja, oder ja, nicht direkt entzogen, weil ich meine, Voldemort waren auch negative Vibes, aber er hat sich immer der Schuld entzogen und hat sich immer dann den mächtigeren Zauberern und Hexen angeschlossen, um einfach selber besser dazustehen, um einfach selber, ja, sich an dem Rockzipfel der Mächtigeren zu hängen. Ich finde die Assoziation eigentlich ganz gut und ja, das ist natürlich definitiv absolut mega verwerflich und Ich glaube, dass der Tod für ihn tatsächlich eine Erlösung war. Ich glaube, so weit kann man schon fast bei Peter Pettigrew gehen, weil ich meine, was hatte der denn sonst, was das Leben für ihn nach Voldemort und nach den Rumtreibern noch lebenswert machte? Gar nichts. Also, seine Mutter war ja sehr wahrscheinlich auch schon tot. Er hatte keine Freunde, er hatte gar nichts. Er ist einfach das perfekte Beispiel für eine sehr gescheiterte Existenz. Und als solche... Moment, Sandkehrer, ahoi. So. Und als solche war es natürlich dementsprechend für ihn vielleicht sogar wirklich eine Erlösung, eben zu sterben. Ist jetzt meine Theorie in die Richtung, aber ich lade euch wie immer herzlich dazu ein, mir eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Bin schon gespannt, was ihr dazu sagen würdet. Und ja, zurück zur Bauaufgabe, denn die ist nicht minder interessant im Vergleich zum Thema. Aua, aua, so. Genau, jetzt müssen wir hier die Wand nur noch einmal nach oben ziehen. Was ich jetzt hier mit diesem Freiraum mache, Leute, da müssen wir uns später mal was überlegen. Aktuell lasse ich das erstmal frei, weil das würde mich nur verwirren. So. Genau, alles klärchen. Boah, ich bin so gespannt, was Luisa sagen wird. Aber dafür müssen wir jetzt auch hier die Wand auch versetzen, also die da, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, also müssen wir die dann da hinsetzen, ne? Ne? Oder? Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd. Hä, was mach ich denn? Hä? Nee, warte, wir müssen hier eine außen... Hä? Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entweder ich habe gerade mega Knick im... Nee, das, die Tür muss ja mittig sitzen. Hä? Okay, Leute, ich schäme mich gerade für mich selber. Ja gut, wir müssen einfach nur die Tür versetzen. Oder da liegt das... Da liegt der Kasus Knacktus, oder? Ja, ich glaube, da liegt der Kasus Knacktus. Wir probieren es einfach mal. Warte mal, der Raum selber hat eine Breite von... Also der Innenraum selber 14 Steine, genau. Also 1, 2, 3, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also hier. Ja, dann ist das auch richtig. Dann sitzt die dann auch in der Mitte, oder? Warte, ich muss mal eben... Der verwirrt mich hier, Leute. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, aber ist doch richtig... Ah, ja, eine Einzeltür kann ja auch gar nicht mittig sitzen, Daniel, du Fischvogelkopf-Typ. Ach, Mann, Leute. Okay, das war jetzt eine etwas schwierige Geburt. Aber, ja, egal. Ach, Gottchen, Leute, ey. Ja. Aber egal, wir bauen jetzt diese Wand hier zwei Steine dick. Das spielt uns auch wieder positiv in die Karten, weil, naja, wie gesagt, eine zwei Steine dicke Wand bedeutet immer Wandprofil und wir können das definitiv gebrauchen. Wir müssen dann jetzt gleich aber auch nochmal unsere vorgebauten Tische einmal umsetzen. Ich setze die auch immer direkt mit um, Leute, weil ich das sehr sinnvoll finde. Ach so, und was wir auch direkt machen, genau, hier einmal das anpassen, damit wir hier nicht durcheinander kommen später. So. Nee, Moment mal. Jetzt bin ich wieder verwirrt, Leute. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Aber ich weiß nicht so ganz genau, was hier gerade nicht so ganz genau stimmt. Warte mal. Der... Boah, ich... Also, hier kommt eine Doppeltür rein. 6 Steine, genau. Und hier dann auch wieder 6 Steine, genau. Also hier kommt später keine Doppeltür rein. Nur für mich jetzt als Brainstorming. Leute, sorry, falls ich jetzt hier mega rumstotter. Aber ich muss gerade selber irgendwie meine Gedanken orientieren, sortieren, wie auch immer man das nennen möchte. So, genau. Wir bauen jetzt erstmal hier das Ganze weiter. Und dann baue ich jetzt einen neuen Rundbogen. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Und wir müssen auch mal kurz gucken, warte mal, die Tische haben wir jetzt hier schon später angesetzt, ne? Genau. 3 Steine Abstand, 5 Steine Abstand, 3 Steine Abstand, super. So, dann kommt, warte mal, haben wir Treppenstufen? Ja, nice, die nehmen wir auch mal eben kurz als Markierung. 1, 2, 3 und dann würde ich nämlich die Treppenstufen hier anfangen lassen. So. Und hier ist dann das Lehrerpodest für Minerva McGonagall. Ja, ist eigentlich in Ordnung. Ich glaube, das bauen wir aber trotzdem nochmal eben ein bisschen weiter nach hinten. Ich glaube, ich weiß jetzt auch gerade, wo der Fehler lag, den ich gemacht habe. Ich komme langsam drauf, Leute. Ich komme langsam drauf, aber nur ganz langsam. Bietet es sich eigentlich an, weil ich meine, das Ding ist halt auch, hier können wir später auch Fenster reinmachen. Guckt mal. Wartet, hier einmal rausbuddeln und ihr seht's, hier haben wir auch später die Möglichkeit, noch ein Fenster reinzuknallen. Nur dann muss man sich auch überlegen, ob die Wand hier sinnvoll ist, wenn sie 3 Steine wieder breit ist. Aber ich glaube, 3 Steine sind nicht so das größte Problem, oder? Oder wir machen es einfach so, wir setzen die Treppen einen Stein nach hinten und damit auch den Rundbogen einen Stein nach hinten. Und dann ist die Endwand nur noch 2 Steine dick. Genau. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir jetzt. So, warte. Erstmal eine Markierung setzen. So. Ey, wenn das jetzt hier alles so klappt, wie ich mir das in meinem komischen Spatzenhirn ausdenke, dann Prost Mahlzeit, Leute. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, wir lassen uns alle Zeit der Welt. Wir machen das ganz in Ruhe. Und, genau. Ich denke mal, das werden wir dann nächste Staffel auf... Also logischerweise nächste Staffel. Ich denke nicht, dass wir da mehr als eine Staffel für brauchen.
Aber ja, dann machen wir das jetzt hier in der restlichen Staffel nochmal ganz gechillt, so als zusätzliche Aufgabe. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann am Ende auch aussehen wird. So, genau, jetzt müssen wir nämlich wie folgt vorgehen. Also 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, so und so, perfekto. Hä? Warte mal, die Wand hier muss... Ah, das hier ist, glaube ich, das, was mich verwirrt hat, oder? Aber hier... Oh mein Gott, ja, das können wir auch noch dekap... Oh, das spielt alles mir so in die Karten. Das ist ja Wahnsinn. Die Wand hier muss auch nochmal ein bisschen versetzt werden. Genau. Und zwar nämlich auf diese Breite hier. So, hier machen wir es zu. Und das Schöne ist... Hier können wir einfach auch eine Wand dicker bauen, weil hier hinter ist einfach Berg. Das hier ist Bergkulisse von innen. Die haben wir nicht massiv gebaut, noch nicht. Und ja, da können wir einfach hergehen und hier die Wand jetzt innen weitersetzen, weil da führt kein Weg dran vorbei. Also, beziehungsweise, ja, können wir ganz einfach machen. So, ein paar Fackeln für euch. So. Ja, dann machen wir das mal. Leute, also aktuell funktioniert alles, was ich mir hier so vorstelle. Bin da auch gerade sehr glücklich drüber. Und bin auch schon gespannt, was ihr sagen werdet nachher in den Kommentaren. So, der Stein da einmal weg. Vor allem macht es gerade auch echt mega Spaß, hier dran rumzuwerkeln. So, aber wartet mal. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Mann, ich dachte, die Verwirrung hält jetzt langsam an. Hört jetzt langsam auf, aber... Sie kommt gerade wieder. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. So. Ach, ich glaube, die... Ja, wir müssen unbedingt die Tische mal kurz ein bisschen versetzen, Leute. Die verwirren mich hardcore. Weil... Das Ding ist, die haben wir als Orientierung genommen. Aber jetzt gerade nehmen sie mir Orientierung weg, weil sie halt auch falsch sitzen. Und das war meine... Oh Mann, haben wir noch eine Spitzhacke? Okay, ich baue mal kurz einen Stein mit der Hand ab, Leute. Führt jetzt gerade keinen Weg dran vorbei. Ich will jetzt nicht direkt neue Steine, neue Spitzhacke organisieren. So, ist zum Glück nur einer. So, wunderbar. Oder war es nur einer? Nee, okay, da hast du noch zwei. Okay, kriegen wir auch noch eben hin, Leute. Oder kann man die eigentlich mit der Axt schneller abbauen? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir mal beim nächsten Stein. So, einmal die Axt in die Hand. Nee, ich würde sagen, das geht nicht schneller. Nee, nee, die wird höchstens stumpf. Naja, egal. So, jetzt haben wir aber alle abgebaut. So, jetzt geht es nämlich nochmal von vorne los. Also, hier muss nämlich, genau, das Ganze so gebaut... Ha, Manno, jetzt ist jeder falsch gebaute Stein natürlich mega ätzend. So, und so, und so. Und so, und so, und so. Genau, jetzt ist es soweit richtig. Genau. Das bedeutet aber auch wiederum... Jetzt brauche ich wirklich eine Spitzhacke. Leute, ich mache das nochmal eben gerade ganz kurz. Wop. Kobbel, weil das würde mich jetzt nicht loslassen, wenn ich das jetzt in die nächste Folge mitschleppen würde. Dieses Problem will ich nochmal eben gelöst wissen. Auch wenn ich glaube, also ich glaube mich gerade unfassbar blöd anzustellen. Und ich habe irgendwie gerade die Sorge, dass ihr alle wisst, wie es richtig funktionieren würde. Und ihr euch nur fragt, ey, wann checkt Daniel das denn jetzt endlich? Gleich, Leute, um eure Frage direkt zu beantworten. Gleich. Also fast jetzt so. Direkt in der Folge, hoffentlich noch. So, dann einmal so. Und so, perfekt. Und dann die Sticks hier rein und wieder zurück zu Home. Vielleicht sollte ich mir auch eine Home einfach mal im Klassenraum setzen. Und oh, es regnet. Ja, erstmal außerhalb göttliche Kräfte einsetzen. Wunderbar. Ja, jetzt komme ich hier natürlich nicht so richtig mehr durch. Moment. So. Bauen wir das mal hier direkt wieder zu. Genau. So, also Leute. Also. Das heißt, die Treppe geht noch dahin. Oder? Geht sie dahin? Ja, geht sie. Und dann müssen wir noch das hier einmal abbauen. Also der Bereich hier muss auch nochmal schmaler gebaut werden. So. Und dann kommt die neue Wand nämlich hier hin. Genau. So. Und das bedeutet wieder... Nee. Nee, Leute. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber was stimmt hier nicht? Wartet mal. Also, die Treppe sitzt jetzt hier. Genauso wie auf der Seite. Hier sind zwei Steine Abstand. Hier sind zwei Steine Abstand. Easy.
So, jetzt bauen wir erstmal den Rundbogen hier ab, weil der verwirrt mich, glaube ich, am allermeisten. So, ein paar Fackeln noch. So, den Rundbogen nehmen wir einmal weg. Ich habe gerade irgendwie im Gefühl, dass ich einen Fehler in der Breite des Raums gemacht habe, aber der ist 14 Steine und damit muss das automatisch funktionieren. Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Steine, Leute. 14 Steine, da kann kein Fehler sein. Glaube ich. So, nochmal. Also, 1, 2, genau. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1 und... Jetzt ist es richtig, oder? Jetzt ist, glaube ich, richtig. Jetzt haben wir es, glaube ich, Leute. Ich muss mal eben hier auch diese Wand entfernen. Ey, das ist alles so verwirrend, wenn man hier mit so komischen Wänden arbeitet. Minecraft ist so ein kompliziertes Spiel, Leute. Aber ich kriege es hin. Das ist mein Ziel dieser Folge, dass ich das mal eben schaffe, also zumindest diesen Logikfehler irgendwie aus der Welt zu schaffen. Aber ja, jetzt haben wir es. Oh mein Gott, jetzt haben wir es. Wir haben es, Leute. Schnell diese Wand nach oben bauen, damit ich weiß, dass das hier final richtig ist. So. Genau. Eben da die Dinger einsammeln. So. Und so, Moment. Und dann nochmal... Ja, nee, das war's. Wobei, muss dann da eine Treppe hin? Ja, eigentlich nicht, oder? Können wir eigentlich auch, Das sieht irgendwie komisch aus, wenn die Treppe... Ja, ich mach das... Ich lass das jetzt erstmal, Leute, genau. So, das wäre jetzt der neue Klassenraum in seiner Form. Und ich denke, so kann man es auch lassen. Hier haben wir dann... Moment, Zeitumkehrer nochmal eben. Ahoi! Genau, hier haben wir dann die Möglichkeit, die Fenster da oben später zu beanspruchen, weil diese Wand nur noch 2 Steine dick ist. Diese Endwand, wo auch dieses Fenster später rein soll, ist jetzt auch nur noch 2 Steine dick, zumindest hier an dieser Stelle. Dann haben wir den Raum insgesamt 14 Steine breit, so wie es ja auch sein soll. Wir haben die Tische hier soweit angedeutet, wie es sein soll. Vom Platz her sieht es auch ganz gut aus. Wir haben diese Wand breiter gemacht. Also ich glaube, auch wenn diese Folge teilweise ein bisschen sehr random und ja, ein bisschen wild war vielleicht auch, haben wir, denke ich, einen guten Fortschritt geschafft, der in die richtige Richtung geht. Und vor allem, ja, wir haben diesen Logikfehler, den ich da am Anfang hatte, haben wir aus der Welt geschafft. Das freut mich sehr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Schreibt mir eure Meinung zu dem Bauvorhaben in die Kommentare. Gerne auch weitere Themenvorschläge. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Freitag um 14 Uhr oder davor zu anderen Videos oder Livestreams. Macht's gut, Leute. Ciao.